So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Die letzte Aufnahmesession ist mal wieder ein bisschen her. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier den richtigen Weg, denn da drüben waren wir ja. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Hier ist nichts. Okay. Da müssen wir also lang. Aber ich möchte hier lang. Okay. Na, wenn es da nicht lang geht, dann geht es da wohl nicht lang. Ich hoffe, ich habe noch die Steuerung im Kopf und... Oh, sieht schon mal nicht schlecht aus. So, übrigens, falls ihr zufällig eine gute Alternative zu Stronghold kennt, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Oh, so, denn ich hätte mal wieder Lust auf so ein Spielchen. Aber Stronghold 3 ist eben so scheiße. Und Stronghold 2, habe ich leider zurzeit noch nicht. Muss mal schauen, ob ich das irgendwie ranbekomme. So ein bisschen Geld mitnehmen, ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, ich glaube, wir müssen tauchen. Kann das sein? Nö, doch nicht. Doch, müssen wir. Okay. Wie konnten wir denn tauchen? Nein, das ist eben, wenn man länger nicht spielt, da hat man die Steuerung nicht mehr im Kopf. Okay. Nein, das ist der Überlebensmodus. Ich probiere mal alle Tasten durch. Ach, das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn das Tauchen vergessen? Okay, Moment. Sehr professionell. Mal wieder. So, Tastenbelegung. Ausweichen, interagieren, primär zoomen, heilen. Was war das denn? Karte, Bogen, heilen. Ja, interagieren. Wie blöd. Vorwärts, sprinten, springen, fallen lassen, ausweichen, C. Hier steht nichts vom Tauchen. Ja, aber ich komme hier nicht weiter. Ich muss doch tauchen. Hä? Jetzt hat sie es gemacht. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Jetzt stimmt das. Jetzt sagt er zumindest nicht mehr E drücken. So, wir brauchen Luft. Ja. Hier. Tauch hoch. Ah, das ist doch irgendwas. Klappt doch mit der Steuerung nicht. Tut mir leid. Ich weiß, das ist nicht sehr professionell. Taucht halt dann einfach automatisch. Okay, wir schwimmen einfach mal. Das war anscheinend richtig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach C länger gedrückt. Weil das heißt ja ausweichen und fallen lassen. Anscheinend war es richtig. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der Typ dreht langsam durch. Also der ist nicht mehr normal, das arme Pferd. Aber der ist wirklich kurz vorm Durchdrehen, also lange macht er nicht mehr mit. Der ist schon ganz besessen davon. Ja, der Trinity-Orden ist sowieso besessen. Also von daher. Das sind alles Verrückte. So. Schon richtig hier. Oh. Das war anscheinend ein Fehler. Dass hier drin die Sonne scheint. Oh. Also das sieht auf jeden Fall hübsch aus. Hier sollen wir hin. Ja, das sieht schon eindrucksvoll aus. Ich bin nicht dein Feind.
Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Oh, Basislager. Es leben Leute hier draußen. Doch auf der richtigen Seite. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Redet sie da gerade? Ich hoffe, ich übertöne das nicht, denn ich höre leider nicht, ob die redet. Die liebe Lerba. Zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte sie... Schleichen sie sich in die alte... Wow, Regionsübersicht. Ach Gott, wie viel. Ja, da haben wir schon ein bisschen was zu tun. Und das 12:30 in der Nacht. Ich nehme immer so spät auf zur Zeit. So. Möchte ich denn schon hier runterrutschen? Anscheinend schon. Oh oh. Wir fallen doch bestimmt hin. Nein, sie hat das gut gemacht. Managed. So. Kann ich die Kiste kaputt hauen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann doch hier bestimmt rein. Wenn das hier schon so offen dasteht. Anscheinend doch nicht. Haben wir hier irgendetwas? Da oben kann man hoch. Wahrscheinlich können wir da auch bloß wieder ins Basislager rein, oder? Schätze ich mal. Achso, ich soll hier rüberrennen. Ja, hier ist jetzt nichts. Da drüben. Ach, hier geht's weiter. Okay. Ich schätze mal, wir kommen wieder ins Basislager, oder? Das wäre jetzt zumindest das Logischste. Kann ich ja gleich hoch? Geht bestimmt nicht. Nee. Ja, genau. Das. Genau das wollte ich. Na, Spitze. Das klappt ja alles schon wieder super. Aber hier hoch wollen wir jetzt nicht. Jetzt wissen wir ja, hier geht's garantiert zum. Ja, hier geht's zum Basislager. Man kann sie nicht umschauen, wenn sie rutscht. Sonst schaut sie nach hinten. So, Fell. Warum kann ich. Doch, jetzt kann ich. Achso, das muss sie machen, okay. Hier ist doch was drin. Und da geht's rein. Cool. Wo geht's denn hier hin? Ja, das Ziel ist alles schön. Interessanten Ort entdeckt. Ah, danke schön, Lerba. Was du für unsere Zuschauer machst. Denn das seht ihr natürlich mehr. Herausforderungen ins Dunkle. Erforschen Sie die Höhlen in der Sujet. Ja, Anlage oder was stand da? Ja, mache ich doch. So, wir sind wahrscheinlich voll, ne? Ja, also mit Pilzen. Bin nicht was anderes, Ding. So. Was haben wir denn hier? Oh. Alte Leichen. Dankeschön für das Geld. Kokos von Nicea, der Astronom. Juhu, griechisch Level 3.
Wenn man so schnell Griechisch lernt, ist doch auch nicht schlecht. Gehst einfach in der Höhle, guckst dir solche Dinge an und dann kannst du das halt. Cool. Hätte ich auch gern die Fähigkeit. Da ist nichts drin, schade. Guckt euch mal die Haare von Lerba an, wie krass die animiert sind. Cool. Ganz schön tief. Na, obwohl, es geht eigentlich schon mal. Ich weiß nicht, soll ich hier erst lang gehen oder hier? Das sieht beides so aus, als gibt's da was. Och nö. So viel Wege, Mensch. Ich gehe da immer ganz chronologisch vor. Na, klasse. Hier ist doch was, oder? Warum sollte ich denn sonst hier hoch? Ach, weil es da nochmal hoch geht. Aber bevor wir nochmal hier hochgehen. Na toll. Hätte ich auch gleich hochgehen können. So. Und die Folge ist schon wieder vorbei. Mensch, wie schnell doch die Zeit vergeht. Wir gucken jetzt trotzdem nochmal hier schnell. Ist auch nichts. Aber hübsch gemacht, hübsch gemacht. Sieht echt cool aus. Mehr gibt's jetzt nicht. Okay. Nochmal. Nö. Da. Seht ihr? Wow. Das war ein bisschen buggy. Lohnt sich doch diese Optik hier, ne? Gut, dann würde ich sagen, was ist für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit Ö und haut rein.